Hallo, ich bin der Mike, das ist der Holger, wir sind die technische Betriebsführung und ihr dürft uns heute dabei begleiten, wie wir heute die Windkraftanlage begehen. So, hier sind wir jetzt im Turmfuß und hier sieht man die großen schwarzen Leitungen. Hier wird die oben erzeugte Spannung im Generator nach unten geführt, die oben noch gleichgerichtet wird und dann hier oben in dieses E-Modul überführt wird. Hier oben sind wir auf dem E-Modul, wo die Leistung über die Kabel zugeführt wird. Hier oben sehen wir dann ganz viele 300 kW-Schränke, sprich ein Schrank kann 300 kW Leistung umsetzen. Hier wird die oben erzeugte Gleichspannung wieder wechselgerichtet und dann dem netzkonform angepasst. Hier befinden wir uns in dem unteren Bereich des E-Moduls, in dem sich der Mittelspannungstransformator befindet, wo die noch oben wechselgerichtete Spannung, Leistung über die Übergabestation, die sich außerhalb der Windkraftanlage befindet, die Leistung halt ins Ortsnetz eingespeist wird. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach oben. Wir befinden uns hier im oberen Teil des Turms. In Niederkrüchten haben wir sogenannte Hybridtürme, die zu 3/4 aus Beton bestehen und zu einem Drittel oben aus Stahl. Und wir sind jetzt hier gerade an der Grenze von Beton zu Stahl. Und hier an der Seite sieht man auch schon mal den ersten Flansch. Das ist der Flansch, wo die zwei Turmteilsegmente aus Stahl miteinander verbunden werden. Mit einer ganzen Menge an Schrauben, die natürlich für die Haltbarkeit hier sorgen. Hier sehen wir jetzt den Adapterring. An den schwarzen Töpfen ist oben so eine Vergussmörtel, so eine Masse. Und in jedem dieser schwarzen Töpfe befinden sich Stahllitze. Diese Stahllitze gehen durch den kompletten Betonturm bis unten in den Fundamentkeller, womit die Betonteile verspannt werden. Wir befinden uns jetzt hier oben in der Gondel, sprich das Maschinenhaus der Windkraftanlage. Hier befindet sich die Rotorarretierung, weil das Bremsen allein der Windkraftanlage nicht reicht. Bei zu hohen Lasten des Windes und der Rotor, weil er unheimlich groß ist, müssen wir den Rotor noch zusätzlich mit Stahlbolzen arretieren, was wir mit einem Hydrauliksystem machen, dass man dann angezeigt wird und dann können wir sehen, ist eingebolzt und dann können wir den Rotor sicher begehen. So, hier oben befinden sich zwei Gleichrichtersysteme, mit denen wir die Spannung des Generators gleichrichten, damit sie halt quasi gleichgerichtet aufbereitet ist für die Zuführung der Kabel nach unten hin. Hier vor mir befindet sich noch ein Steuerschrank, quasi ein Zwilling von dem, den wir unten am Turmboden haben, bei dem wir auch die ganze Anlage nochmal steuern und regeln können, von Hand. Hinter mir, das ist der Azimutumrichter, quasi ein Frequenzumrichter, der die Anlage im Azimut, er steuert die ganzen Motoren an, sanft Anlauf und so weiter, damit die Anlage halt ordentlich links, rechts immer schön im Wind hinterherfahren kann. So, hier unten befinden sich 6 Azimutmotoren. Wir haben auf jeder Seite 6 Stück, also insgesamt 12, die Anlage links und rechts im Azimut verfahren, sprich dem Wind hinterher, damit wir halt natürlich immer die größten Wind ernten können. In diesem Schrank ist unser Erregersteller, weil wir hier keinen permanent erregten Generator haben, sondern halt das Erregerfeld künstlich generieren, brauchen wir diesen Schrank, wo halt der Strom aufbereitet wird, der die Polschuhe künstlich durchströmt, um halt ein künstliches Magnetfeld aufzubauen. Weiter oben befindet sich nochmal eine Winde, oder besser gesagt hier eine Kettenwinde. Die dient dazu, damit der Service, falls Reparaturen auftreten oder sonst dergleichen, können die sich hier ihr Werkzeug, Ersatzmaterial oder sonst dergleichen vom Turmfuß bis nach hier oben hin in die Winde befördern. Hier befinden uns jetzt in der Nabe, sprich die äußerste Spitze der Windkraftanlage, in der die Blätter geregelt gesteuert werden. Hier vorne haben wir die äußerste Spitze, die wir von außen sehen können an der Windkraftanlage. Und hier selbst ist die Nabe, an dem die Blätter im 120-Grad-Winkel jeweils versetzt an die Nabe angeschlossen sind. Der andere sieht man hier oben noch große Getriebe und Motoren, die die Blätter selbst steuern und regeln. Und hier oben befindet sich noch ein Schleifringkörper, wo wir halt die Steuerung und Regelung auf den drehenden Teil der Windkraftanlage übertragen können. Hier können wir den Generator an sich nochmal sehen, sprich das Herzstück. Hier unten selbst haben wir die Statorwicklung, die ist starr, die ist fest, bewegt sich nicht. Und hier oben drin sind die Polschuhe an sich, die das künstliche Magnetfeld haben. Die drehen sich an dem Stator vorbei und induzieren hier das Magnetfeld, damit wir halt die Energie aus dem Wind ernten können. So, jetzt gehen wir aufs Gondeldach.
So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir euch heute einen Einblick in die Windkraftanlage beschaffen konnten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.